Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, mein Test. So, achso, übrigens noch, um zwei Fragen zu beantworten. Erste Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen. Geil. Was? Ich hatte doch gerade zwei. Genau, zum einen, zwei Sachen. Zum einen, ich weiß natürlich, dass wir auch da einfach mal kurz ein bisschen erweitern könnten. Jetzt wollte ich da sowieso noch mal irgendwie erweitern auf 5x5 oder 7x7. Ich weiß gar nicht. Nee, hä? Auf. Was? Genau, 5x5 oder 7x7, genau. Allerdings kostet die Dinger ja auch relativ viel. Da müssten wir auch wieder erstmal stundenlang rumbauen. Jetzt bräuchten wir auch Trafos und die bräuchten wir auch wieder Trafos. Da bräuchten wir auch wieder Trafos. Das heißt, die Dinger verbrauchen unendlich viel Ressourcen. Und zum anderen, ja, haben wir halt ein AKW, deswegen würde ich das gerne auch mal nutzen, auch wenn das eigentlich von Anfang an nur Spielerei sein sollte. Hm? Und die andere Sache ist, für die, die sich gewundert haben, nein, das Programm habe ich nicht ChatGPT machen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ChatGPT überhaupt Pure Basic Programme schreiben könnte, I don't know, auf jeden Fall keine so großen. Also bei, vielleicht sogar das. Auf jeden Fall habe ich das Programm selber geschrieben, ja. Für die, die sich schon wieder in den Kommentaren auslassen wollten. Ey, das habe ich jetzt einfach nur ChatGPT gefragt, du Hurensohn. So, die Bubbles sind da hinten. Oh, das sieht so nicht korrekt aus. Ist bei den anderen auch so? Oh, was ist hier los? Okay, ich schätze mal, die Bäume brauchen immer nur ein Sapling. Lol. Ja gut, das, das ist gar nichts gewachsen. Warum ich sehe nicht? Hier ist doch Licht und alles. Wachst du Arsch! Gut, drei Bäume reichen auch erstmal aus. So, dann bauen wir mal den ersten hier ab hier. Oh, Musik habe ich auch noch dabei. Okay. So halt. Danke schön. Ach übrigens, habe ich auch noch komplett vergessen zu erzählen. Ich habe jetzt bei unserem Haus. Ich zeige das mal ganz kurz. Weil er jetzt hier ist dieser neue Bahngleis. Und ja, ich habe mich jetzt tatsächlich überredet, hier unsere Gleisbrücke abzubauen. Weil die sah halt zum einen schon immer hässlich aus und war halt auch eher praktischer Nutzung als ästhetischer. Und da die praktische Nutzung jetzt weg war, weil er hier das Gleis jetzt hier lang ging und auch befahren wird, deswegen ist weder ästhetischer Grund noch praktischer Grund da und deswegen habe ich die Brücke jetzt tatsächlich wieder abgerissen. Da hinten der Bahnhof, der steht noch, das Gleis mit hinten ist auch noch da, sodass es aussieht, wie als wenn da mal was gewesen wäre, ne? Realistisch angehaucht. Deswegen habe ich doch auch noch diese komischen paar von diesen Baumstämmen drin im Wasser stehen lassen, ne? Aber die große Brücke und so, die ist halt hinweg. Ja, weil sie mir auch halt auch selbst immer gestört hat. Gerade jetzt, wo sie halt nicht mehr genutzt wurde. Was hat das gerade für ein Lag? Lol. Hallo? Ich hab da gerade mein Server ab. Nö, dem geht's gut. Der baut doch ab, aber hier kommt was runter. Erstmal was essen hier. Oh, siehst du? Das Essen dauert gerade ewig.
Ja, was ist denn da los? Oder schützt mir gerade schon wieder hier mein WLAN ab? Ich glaube, mein WLAN macht gerade schon wieder Kacke hier. Ja, mein WLAN-Chip macht schon wieder Kacke. Ich hasse dieses WLAN. Was hat denn der in letzter Zeit für Probleme, sag mal? Ist ja schlimm, ist das. Na gut, dann lassen wir den Baum erstmal fällen hier. Gott, ist das viel Holz. Eieiei. Ernsthaft? Ja. Jetzt geht's wieder. Naja, manchmal hat so mein WLAN-Stick so ein paar Macken. Da hat er so extrem. Also. Die ganze Zeit läuft so, ne? Da habe ich 20 Millisekunden Ping. Und dann auf einmal hört er aber auf. Und dann kommen die ganzen Pings aber wieder nach. Und dann sehe ich beim ersten Ping 5000 Millisekunden. Beim nächsten dann, ne, entsprechend mal wieder weniger, solange bis es wieder zurückgeht auf 20 Millisekunden. Das ist immer so ganz, ganz kurios. Es passiert immer ab und zu. Manchmal wird es dann so schlimm, da muss ich dann die Willstick einfach abschalten, wieder anschalten. Da geht's wieder. Ich habe ja. Ja, gut. Ich habe ja diese hier über mein Hub, dass ich jeden Port schalten kann. Und darüber läuft auch mein WLAN-Stick. Oh nein! Meine arme Spitzhacke. Siehst du? Das geht jetzt auch wieder ratzfatz. Weil so gerade wirklich einfach der WLAN-Stick, der gerade wieder Geist vergeben hat. Ja, seltsamer Stick. Dabei ist es extra so ein super guter USB 3.0, keine Ahnung. Stick. Wir haben gerade eine Axt verschwendet. Scheiße. Ich wollte darauf achten, dass sie sich nicht null nähert. Ist der, wenn man schon wieder von anderen Sachen abgelenkt wird? Ah! Zum Kotzen. Los drauf, schneller. Wisst ihr, das sieht schon wieder ordentlich aus. Da, so sieht's auch aus. So muss es aussehen. Ja, und die Sachen, die sind dann gar nicht mehr. Die werden dann runter, also verschwinden, wenn ich mich abmelde und wieder anmelde oder so. I don't know. Müssten eigentlich. Oder wenn der Block entladen wird und neu vom Server abgerufen wird, dann natürlich auch. So, die Blätter interessieren mich gerade ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich werde nur darauf achten, dass wir das ganze Holz einsammeln. Und vor allen Dingen neue Bäume pflanzen. So, und hier unten ein paar Saplings. So, hier haben wir auch noch keinen gesetzt. Oh. Oder hinten haben wir aber gesetzt, ne? Genau, da ist einer, da ist einer. Vier Stück sind da. Sehr schön. Eigentlich könnte ich hier in der Mitte auch noch einen machen, ne? Hier ist so viel Platz. Habe ich Erde dabei? Natürlich nicht. Sind wir so ungefähr in der Mitte von allem? Sieht so aus. Scheiße, ich bin voll. So, aber das nächste Mal gleich 5. Auch ganz geil. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Holz. Sollte erstmal reichen. Wenn nicht, ist
zumindest bis wir die Stacks aufgebraucht haben, vielleicht schon wieder ein Baum nachgewachsen. I don't know. Hä? Achso. Durch diese lilanen Pflanzen dachte ich gerade ganz kurz, dass hier so ein, dieser lilane Biom von Mindclone ist, dieser komische Pilzbiom. Und dachte mir, warum habe ich jetzt hier einen lilanen Biom bei mir? Aber nee, es waren bloß ein paar lilane Blumen. Ja. Optisch Täuschung und so. So, ich schmeiß die Lütter auch mal rein. Beziehungsweise, weißt du was? Nee. Ich mache aus denen auch direkt Öl. Einfach damit es nur ein bisschen Platz sparen ist und so. Da. So. Denn, wie man gesehen hat, Plastikplatten werden wir immer für irgendwas gebrauchen. So. Achso, außerdem wäre hier sowieso falsch gewesen. Wir haben die Blätter hinten im Lager. Ich vergesse jedes Mal, dass wir die Blätter hinten im Lager haben und gucke immer hier in dieser oberen Kiste nach. Weil das hier halt meine Pflanzenkiste ist. So bescheuert. So. Ja, man merkt, die Anlage unten arbeitet immer noch. Sehr krass korrekt. So, wir brauchen... Also müssen wir das ganze Zeug extrahieren. Haben wir jetzt... Wir bräuchten eigentlich noch mehr, noch einen Extrahierer und noch eine Schleifmaschine. Oh, ne Scheiße, wir brauchen hier von allem mehr. Wir können jetzt einen Block reinmachen. Wow. Und das Ding ist sogar wesentlich langsamer, weil unser Strom ausgeht. Illumination. Vielleicht sollte ich hier unten auch so eine Schalt... Also, dass ich die Anlage schaltbar machen kann. Dass ich sie auch einfach mal ausschalten kann, wenn sie nicht arbeiten soll. Das Problem ist halt, es würde halt eh keinen direkten Einfluss haben, weil... jetzt hier zum Beispiel sind halt 87 Blöcke drinne. Das heißt, das Ding arbeitet trotzdem 87... Also, arbeitet trotzdem diese 87 Blöcke ab. Selbst wenn ich dieses Mesekon-Signal abschalte. Da kommt zwar nichts Neues mehr dazu, weil aus dem und aus dem nichts rausgenommen wird, was hier rein kann. Aber das, was hier bereits drin ist, wird trotzdem erstmal abgearbeitet. Deswegen wäre davon ein Schalter eh sehr indirekt. Naja, ist ja bloß noch kurz, solange bis wir so viel Power haben durchs AKW, dass die Anlage unten auch kein Problem mehr ist. Aber jetzt erstmal. Und das ist halt das, weswegen ich immer so viel Respekt vor diesem Dings hier hatte. Vor der Zentrifuge, weil er halt so viel Strom zieht. Aber guck mal, da geht der Gegner raus. Oh mein Gott. Jetzt wird es noch länger dauern. Leck mich am Arsch. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Wert von 30 Sekunden überhaupt richtig ist. Nee. Ich meine, ne, hinten das Ding. Genau. 62 sind immer noch drin, ne? Ich meine, das Ding war immer noch unter 99, ja. Das heißt, das Ding scheint doch schneller das Zeug abarbeiten zu können, als hier Neues reinkommt. Und das ist genau das, was es machen soll. Ne? Von daher, alles gut. Bisher. Ich hoffe, es bleibt doch so. Ja, so, hat sich hier schon was gegeben? Gar nichts. Hä? Auch weißt du was? Gut, ich mache jetzt mal eine Notstromabschaltung. So, meine bloody Axt. Dankeschön. Kannst du sehen, wo du bleibst? Voll radikal. Oh Mann, ey. Ich finde es so scheiße, dass wir eine Regenbogen-Axt weniger haben. Das ist doch kacke. Jetzt haben wir bloß noch zwei. Scheiße, jemand dann. Gut, jetzt können wir zum Beispiel das hier mal, die Werkzeuge hier mal reparieren. Und der müsste jetzt langsam Ach, wir müssen jetzt hier erstmal schleifen. Herr im Himmel. Warum tust du mir das an? Da kommt's rein. So, und das Zeug muss dann extrahiert werden.
Er ist doch zum Kotzen. Er hätte ja vielleicht doch funktioniert. Muss ich gleich mal gucken hier. Oh, sie ablenkt da oben. Da vorne. So. Jetzt müsste das Ding wieder viel mehr verbrauchen als. Genau, 80 Kilo EU wird gebraucht. 8 haben wir gerade mal. Aber die Anlage müsste trotzdem laufen. Nur halt viel langsamer. Ah. Ja, okay, das ist dann doch definitiv zu langsam. Da sitzen wir noch 3 Stunden davor. Gibt es für sowas eigentlich Schalter? Nee, ne? Ich mach mal kurz die Kabel hier raus. So eine MV oder allgemein Leistungsschalter gibt es nicht, ne? Hä, hey, braucht immer noch 100 Kilo EU? Warum das? Ach ja, ist ja dieser Bug, ne? Dass wenn man die Kabel durchtrennt, er gar nicht merkt, dass das Kabel durchtrennt ist und die Geräte trotzdem noch weiter Strom ziehen. Yay. Yeah. I guess we are fucked. Das heißt, selbst das geht nicht als Notstrom, also als Schnellabschaltung. Digga, ich dachte nur AKWs haben keine Schnellabschaltung. Wobei das ja eine Schnellabschaltung kam, auch wenn die jetzt nicht schnell im Sinne von schnell ist, sondern nur schneller als normal. Gucken wir nach Switch. Ah ne, genau, das ist ein Mesocon-Switch. Ja. Das ist doch kacke. Ah, der registriert. Also für ihn ist es, glaube ich, immer noch vorhanden. Also. Das juckt dem gar nicht, dass da unten was fehlt. Well, that's fucked up. Ja. Ich meine, was glaube hilft, ist die Schaltanlage einmal kurz zu entfernen und wieder hinzusetzen. Das hilft, glaube. Aber das darf ich mir nicht sicher. Wir probieren es einfach mal. Ne, das hilft nichts. Hä? Schaltanlage all über die Pürse. Ach ja, weil wir ja hier unten auch noch eine drin haben. Stimmt, ja, wir haben ja da unten bei unserer Second Loop da. Da haben wir noch eine drin. Ach, guck mal, jetzt sind die Mant 0. Ah, er hat's registriert. Ja, moin oder so. Okay, baue ich mal doch beide ab. Nee. Selbst das bringt nichts. Ich möchte heulen. Gut, aber die untere Schalteranlage lasse ich jetzt einfach mal ab. So. Boah, ja, lass mal einfach mal so. Ja, wie kriege ich dem da unten, also wie kriege ich dem jetzt erklärt, dass die Dinger abgetrennt wurden? Das ist ja richtig behindert, ey.
Der hat immer noch 120 Kilo EU. Der kapiert's nicht, dass Dinge da unten abgetrennt sind. Bist du wenigstens schon mal durch? Gut. Dann kann ich zumindest schon mal hier, auch wenn es länger dauert, kann ich zumindest schon mal weiterarbeiten. Das ist ja Katastrophe. Achso, halt. Was muss ich jetzt nochmal genau machen? Doch, genau. Erstmal extrahieren und das muss ich dann kochen. Genau, okay. Gut, 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 gut. Hat keine Stromversorgung. Hat kein. Aber die alle sind bereit hier. Have no network. Okay, ich mach die andere Zwischenstation einfach wieder ran. Dann sollte eigentlich alles wieder so sein wie davor. Ich sag's euch, das Ding ist. Ich hab doch nur einen genommen. Das Ding ist sowas von Jinxed. Gibt's hier eigentlich. Aha, und so laufen sie wieder. Das ist doch bekloppt. Das ist jetzt sowas von dumm. Ich will nicht mehr. Eieiei. Ja. So, der braucht noch eine Weile. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was war jetzt eigentlich unser höheres Ziel? Wir brauchen diese Switching Stations. Und da wollten wir jetzt, nein, hey, Quatsch, Konverter. So, und da wollten wir, die Dinger wollten wir machen. Okay, das heißt, wir müssen das dann auch nochmal kochen. Genau, das müssen wir kochen. Und nochmal kochen. Gut, wir kommen da gerade mal so viel raus wie von diesen Blöcken. Da ist nicht viel. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen, hiervon braucht man 19, die 18. Wieso 18? Wir brauchen noch 19, nicht 18. Das heißt, wir brauchen von den Dingern hier nicht auch noch mal 2. 4. Ja. Warum habe ich hier 72 gemacht und nicht 76? Kann mir jemand erklären, bitte? Ha? Wir brauchen noch 19. Gut, mache ich da nochmal schnell welche. Da brauchten wir. Danke. Nochmal 8 Stück. So, nee, halt, 16 Stück brauchen wir. Schmiedeeisen haben wir natürlich nur 4. So, dann hängen wir hier gleich mal noch welche ran. So. So. Das sieht ja schon mal besser aus. So. Okay, haben wir das schon mal. So. Eigentlich kann hier auch schon. Das ist gar nichts. Gut, lassen wir erstmal, bis da ein Stack zusammen ist. Gucken wir mal, was wir noch so gebrauchen könnten.
Das haben wir, das haben wir. Wir brauchen 19. Also 19 mal 5. Das ist doch schon wieder so eine ganz komische Zahl. Fünfundachtzig? Nein. Ach, 19 mal 5. 95. Nicht 85. Okay. So, 95 brauchen wir also. Das heißt, 95 Kohlenstoffbarren. Da haben wir jetzt sogar noch relativ viele von übrig. Ah, ne, das ist Gusseisen. Kohlenstoffbarren, ha, haben wir sogar genug. Ah, ne, 4 noch. So, das war ja allein Loing, ne? Das war ja immer so annoying. So, das war einmal das und einmal das. Und dann das. Ach nee, halt, das ist doch schon das. Verdammt. Scheiße. Leck mich. Ja. Einen brauche ich noch. Dankeschön. Ja, komm, ja, bitte. So. Kannst du das trotzdem jetzt noch weiter durchlaufen? Du da rein. Und was ist hier los? Ah, der arbeitet noch. Rein mit dir. So, haben wir schon mal das. Jetzt brauchen wir noch den anderen. Da brauchen wir einfach nur Schmiedeeisen. Das ist easy. Da nehmen wir mal. So. Packen wir die beide schon mal damit rein. Dann haben wir das schon mal. So. Genau, das brauchen wir von diesem komischen Fiber. Gut, die Dinger sind gerade in der Mache. Da brauchen wir wieder 19 von diesen Cases. Alter, Gusseisen. Brauchen wir eine ganze Menge Gusseisen für? So, 19 mal 8. Das sind 152. 152, da fehlen uns noch eine ganze Menge. 96. Fehlt uns noch. Aha. So. Was geht hier ab? Mach mal schneller hier, Junge. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon überbrauchen. Brauchen wir, glaube ich, auch bloß jeweils 4, ne? Und da brauchen wir jeweils plus. Ach, hier kriegt man sogar 6 raus. Oh, das ist ja schon fast fertig. Brauchen wir hier gar nicht viel mehr. Nice. Da. Ist das wirklich schwer abzuschätzen? Ich mach's mal alle. Ne, sind ja plus 30. Können wir also keine so hohen Verluste dabei haben. Denn wir brauchen 78. 76. 76 durch 6, das sind keine gerade Zahl. 76 durch 6, das sind 12,666666. Das heißt, wir brauchen 13. Ja, da. Komm, mach hin, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 13. Los! Ach, das dauert. So, was ist hier los? Der arbeitet noch. Der wird auch. Mal wird es gerade draußen dunkel oder was?
Oh ja. Gut, dann soll es mit der Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hoffentlich wieder hell ist. Bis dann.